Hallöchen, ihr Banausen da draußen. Damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Prison Architect. So, wir spielen weiter. Ging jetzt neue Häftling auf jeden Fall. Und Bewerbung ist auch wieder im Laufen, ist gut. Wir brauchen unbedingt Kohle, ey. Bin ganz am Überlegen, einen Schutztrakt zu bauen. Das Problem ist nur, wohin? Das ist das große Problem. Das ist halt alles nicht so einfach. Weil im Prinzip können die trotzdem irgendwo aufeinandertreffen. Und dann mit den Tasern, weil sie immer noch nicht wieder funktioniert. Bin, glaube ich, echt zu blöd dafür. Bin da, glaube ich, echt zu blöd für. Ein Bandenmitglied als Informant, das ist gut. Echt gut. Machen die? Sicherheit kontrollieren, warum? Häftling nach Sicherheit, hä? Warum? Was können die jetzt? Achso, die sind jetzt aktiv. Okay. Abdeckung 22%. Mit Kohle. Wie Pool, ja. Genau. Logisch. Ach so.
war gerade an deine Tischlerlehre, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich könnte sogar zwei machen, glaube ich, oder? Weil ich ja zwei habe. Deswegen schauen wir mal. So, mit den Informanten das. Das heißt, ich muss mehr haben. Ah, guck mal hier. Guck mal. Ah, hallo. Und du, mein Freund, du kommst auch noch mit. Hallo. Guck mal. Kann man noch höhere. Können wir die Abdeckung noch höher machen? Jetzt aktiviere alle. Schauen, wie das funktioniert. Da müsste die Abdeckung ja noch höher sein, ne? Ganz viele Informanten für mich. Reparieren die schon. Ja, aber da wird schon einer unterwegs sein, oder? Ja, ne, oder? Hallo? Leicht? Jemand? So? Ist da los? Freunde der Sonne, komm! Reparieren! Da ist was kaputt. Neu machen? Achso. Oh, da muss man neu machen, er sagt das doch. Ups! Hab ich vergessen. Wie sieht das aus? 42% Abdeckung. Aber keine Ahnung, was diese Abdeckung bedeutet, aber ist egal, hört sich gut an. Aber ich verstehe nicht, warum die da jetzt rumlungern. Das ist halt blöd. Weil, nehme ich trotzdem Bedürfnisse, so oder so? Verstehe ich nicht. Abdeckung 42%, ja, aber wofür sind die Informanten? Sind jetzt aktiv, aber was ist denn, wenn die jetzt, die werden doch auch Bedürfnisse haben, oder? Ja, das ist halt die gute Frage, wie das aussieht. Aber es passiert auch nichts, also es ändert sich nichts. Null. Ah, jetzt gehen sie. Okay. Achso, da, die Insel Informanten zeigt dir eine Liste aktueller Informanten. Um Informanten, bla bla bla.
So, den Sie abdecken. Verraten Ihnen versteckte Schmuggelware und mögliche Ziele von Mordanschlägen. Okay. Ach so. So. 5. Können wir 6 reinmachen? Boah, 11 qualifizierte Häftlinge. Machen wir mal fertig. Ich glaube, die machen gerade Tischler, oder? Also insgesamt 5 Stück. Die machen eine Tischlerlehre. Arbeitet. Zwanzigtausend Schlappen haben wir wieder. Hätte den mal durchsucht. Der hat nämlich was gesoffen. Ja. Die Einzelhaftdinger, da ist auch noch so eine Frage, wie ich das am besten mache. Hier. Also, passt nicht. Passt auch nicht.
Hätten wir auf jeden Fall wieder welche. Theoretisch könnte ich das machen, ja. Dann könnte ich die wegmachen. So, machen wir da noch ein paar Einzelzellen hin, ne? Ein bisschen einzelhaft. Problem ist halt die Türen, die sind halt scheiß teuer. Kosten. Nee. Was ist denn eine ferngesteuerte Tür eigentlich? Die Frage ist, reicht das? Als Einzelhaft? Wänden und Türen. So. Ich muss ja trotzdem da noch ein Rohr liegt hier, das ist gut. Würde ich theoretisch schon was hochlegen. Und dann haben wir das nämlich auch schon mal. Dann können wir schon mal ein Kabel da hochlegen. So. Braucht schon irgendwas fertig? Schauen wir mal. Seht da nix. Ach, die haben das Fundament noch gar nicht fertig. So, Freunde, baut mal. Baut schneller. Mach fertig. Ah ja.
Frage ist, diese ferngesteuerte Türen ist eigentlich Blödsinn, oder? Für Einzelhaft? Ja, okay, so Blödsinn ist es gar nicht, aber schauen wir mal. Ich kann es ja mal ausprobieren, mein Gott. Schauen wir mal. Einzelhaft. Da. Brauchen wir eine ferngesteuerte Tür. Scheißhaus. Aber da werde ich wahrscheinlich noch ein Türkontrollsystem haben müssen. Für die ganzen Türen. Ich weiß nicht, ob es reicht. Doch, was reicht. An einer funktionierenden Servo. Das heißt, ich muss tatsächlich überall eine Servo reinbauen. Okay. Weil das nicht so das Problem ist. Machen wir es so. Was jetzt wieder? Ach, Freunde. Müsst ihr das eigentlich immer machen? Ihr Vollhorstis. Was ist los mit euch? Was stimmt mit euch nicht? Das heißt, ich müsste ja theoretisch den da. So machen, oder? So, wenn ich jetzt Planung mache, dann schnelles und dann klonen. So müsste es eigentlich gehen. Da sind die Sachen teuer. Die Einzelhaft ist echt teuer. Kostet alleine, ich glaube, 100, 800, irgendwie sowas. Eine. Sollte vielleicht auch die Servos installieren. Das wäre Premium. Genau. So. Hochmoderne Einzelhaft hier. ich weiß gar nicht, ob das funktioniert hier. Bist du so hoch? Tatsächlich. Ja, blinkt schon. Und ich weiß es gar nicht. Warte mal.
Ja, so ist es einfacher, oder? Das ist die Frage, ob das reicht. Das weiß ich nicht. Wenn ich muss ich hier noch ein Rohr hochziehen. Wohl kann ich ja auch machen. Machen wir es so. So, 5000 haben wir jetzt noch. So. Machen wir da unten auch schon mal auf. Und dann kann ich hier auch wieder einen reinmachen. Ja, läuft doch. Läuft, läuft, läuft. Und ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo oder lasst einen Kommentar da. Ansonsten für einen schönen Tag, einen schönen Abend. Wie auch immer, bis zum nächsten Mal zu einer Runde Prison Architect. Tschüssingen.